Feuer und Flamme, diesmal zu Gast bei Kabel TV Lampert in Langquein. Grillst du wieder ein paar Angry Birds, oder was? Nein, ich bin im Fernsehen schauen. Im Fernsehen schauen, was kommt? Ja, alles, was ich will, das ist meine Welt. Ah, du meinst das neue Ding da von Kabel TV Lampert? Ja, da kannst du alles anschauen vom Lampert TV, wo du bist und wenn du bist. Und schau, da sind wir zwar am Grillen und da bist du, wo mit dem Schweinli tanzt. Ja, genau. Du, apropos Grillen, wie kommt Chefin, gell? Irgendwann, du bist Chefin da? Nein, Chefin von Kabel TV Lampert. Ah, die ist Chefin? Ja. Und? Hast du etwas Gescheites dabei? Was gibt es heute? Heute machen wir ein Steak-Sandwich. Mhm. Und wenn natürlich die Chefin dabei ist, gibt es auch ein Dessert, ein Nobles. Fein. Ist der Grill schon angeheizt? Ah, dann wollen wir nicht anheizen. Dann haben wir Schlauftemperatur. Dann kannst du noch schauen, dann zeigt er, jetzt geht mal. Also komm, gehen wir. Okay. Ja, hallo Caroli. Ja, hallo. Entschuldigung, wir sind ein bisschen spät, aber der Tom hat unbedingt noch müssen fernsehen. Ja, meine Welt, super Sache. Grüß dich, Caroline. Servus, herzlich willkommen. Ja, danke. Ja, meine Welt, deine Welt, unsere Welt. Da hören wir gleich noch mehr davon, aber zuerst schauen wir mal, was Kabel TV Lampert überhaupt so macht. Lampert ist der digitale Nahversorger in den Gemeinden Feldkirch und Bludenz sowie dem Wallgau und für seine Kundinnen und Kunden die beste Verbindung zur Welt. Als regional seit Generationen tief verwurzeltes Unternehmen ist es Lampert wichtig, das Beste an Telekommunikation zu bieten. Mit ultraschnellem Glasfaser-Internet, modernstem Kabelfernsehen, günstiger Festnetztelefonie und bestem persönlichem Service gelingt dies Kabel TV Lampert täglich. Damit erbringt Lampert auch einen wesentlichen Beitrag für die Infrastruktur in der Region sowie für einen modernen und zukunftsfähigen Lebensraum und Wirtschaftsstandort. Gegründet 1932, versorgt Lampert heute rund 17.500 Kunden mit über 330 TV- und Radioprogrammen sowie mit Meine Welt unterwegs, einer eigenen App für mobiles und zeitunabhängiges Fernsehen. 9.600 Kunden genießen derzeit bis zu 250 MB pro Sekunde schnelles Glasfaser-Internet und Festnetztelefonie. Mit Standorten in Rankweil und Bludenz bietet Lampert persönliche Beratung von fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt aus Vorarlberg. Und mit dem Regionalfernsehsender RTV Vorarlberg informiert Lampert zudem täglich über Neues aus Vorarlberg und der Umgebung. In allen größeren Kabelnetzen Vorarlbergs ist man damit auch immer näher dran. Mit RTV Vorarlberg ist man immer näher dran. Also auf geht's. Tom, du hast ja einen besonderen Grill heute dabei. Was ist das? Ja, heute einen Beefer dabei, haben wir gedacht, wenn wir da praktisch im Silicon Valley von Vorarlberg sind. Beim Lampert TV bringe ich auch ein technisches Gerät mit. Das ist ein reiner Oberhitzegrill. Da kann man Steaks machen im Steakhouse-Style. Wirklich okay. Gut, mit viel Röstaromen und richtig Bums. Schau, du bist ein Toaster. Nein. Moll. Also, jetzt schauen wir mal, was er kann, oder? Also, so, raus mit dem Zug, ja, vorwärts. Okay, komm mal mit, jetzt sag dir noch mal erklären, dass du dich auch ein bisschen auskennst. Also, das ist ein Beefer, da gibt es einen reinen Oberhitzegrill, da gibt es verschiedene Fabrikate. Aber das ist halt der Beefer. Der Unterschied zu einem anderen Grill, zu einem normalen herkömmlichen Grill, ist der, normal kommt es von unten, da kommt es jetzt von oben. Das heißt, wenn ich ein Steak so richtig abbrennen tue, wenn mir der Fleischsaft da tropft, vom Steak tropft man nicht in die Flammen rein und es entzündet sich, sondern jetzt geht man in die Tropfschale rein. Und jetzt kann man den starten. Also, starten. Vorsicht, Schritt zurück, dann kommt gleich eine Stichflamme raus. Echt jetzt? Nein, Witz. Hier war es mit mir, Tom. Au, das brennt ja. Fällt noch das Fleisch. Apropos Fleisch. Da haben wir zwei schöne Stückchen Rumpsteak. Rumpsteak? Hat nichts mit Rum zum tun, ist mit Rumpsteak. Praktisch Bayreuth aus dem Lückenteil rausgeschnitten. Okay. Roastbeef Bayreuth, Rumpsteak. Ist ein Fleischtiger? Ja. Schau, okay, gut. Machen wir gleich alle. Eins nach dem anderen. Gut. Okay. Also, nicht immer nur reden, mach was. Und dazu haben wir natürlich ein Gemüse da hinten. Da machen wir ein Gemüse bei Lagona. Ich würde aber vorschlagen,
Steak, eine tolle Geschichte. Im Sommer kurz braten, das hat man gern. Wir machen ein Steak-Sandwich. Haben wir was schon gesehen? Sandwich. Ah ja, wir haben ein gutes Brot da. Vom Wasp. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, ja, legen wir los. Ja, leg du los. Wir schauen zu. Also, Müsterli gibt es aber auch wieder jetzt mit dem Beifer. Oder wie tust du das dort? Müsterli? Ja, dass das so Muster kriegt, oder ist das da jetzt nicht? Vollflächige Rösterrahmen. Vollflächig? Ja, ja, das ist der Hammer. Besser geht's noch mal. Was wir letztes Mal schon festgestellt haben, Pflüger mögen auch gerne gutes Fleisch. Das legen wir uns da drauf auf das Röstli, ja. Und die Hitze kommt dann aber nur von oben. Mhm. Und das Fett lässt jetzt das mal drauf. Ja, das schneiden wir nachher weg. Okay. Sollen wir loslegen? Sollen wir das machen? Ja, bitte! Weißt du, das so richtig wir haben Hunger, und rückt, Tom. Ja? Machen wir. In den Schublad. Und jetzt kommt das Höllenfeuer. Seht ihr das? Boah, naja. Cool, cool zum Gratinieren. Creme Brûlée. Ah. Dessert, das wir machen, wird hier also richtig karamellisiert. Boah, das ist ja schon verstucht da. Und dann drehst du es um und das nächste. Mhm. Und stellen wir so rein, machen wir jetzt das nächste. Genau, das Gemüse aus nach dem anderen und dann sind wir schon praktisch fertig. Parat. Das ist super. Ja, Kabelfernsehchefin, habe ich mir gedacht, wenn man jetzt ein kleines Mottli ist, fällt einem das wahrscheinlich nicht ein, dass man sagt, ich möchte einmal Kabelfernsehchefin werden. Was hast denn du werden wollen, wo du klein gewesen bist? Also für mich hat es nur unseren Familienbetrieb gegeben. Es wäre gerne nichts anderes. Also ich habe mir gar keine Idee gehabt, dass ich Krankenschwester oder was auch immer wäre, sondern ich habe immer zu uns ins Unternehmen wollen. Das hast du immer schon wollen? Immer und bist schon. Du als Kind auch schon da ein- und ausgegangen? Ja, hast du in den Ferien schon gearbeitet? Wir haben in Feldkirch über dem Geschäft gewohnt. Also wir haben quasi im Geschäft gewohnt, weil früher hat man ja auch bei uns am Samstag bis um 6 Uhr aufgehört. Und wir sind eigentlich immer im Geschäft gewesen. Mhm. Also ist es eigentlich gar kein Zufall, dass du Chefin geworden bist von der Firma? Zufall ist es nur so, weil ich bin die Jüngste bei uns in der Familie. Also das ist, da meine Schwester der Liebe wegen nach Salzburg geheiratet hat, haben wir da nicht raus müssen ausdiskutieren, wer Chefin wird oder nicht. Okay. Sondern, aber es war kein großes Opfer gewesen. Nein, okay, nein, also nein, gleich war von Anfang an dabei. Hast du im Blut gehabt? Sozusagen, mehr oder weniger. Ja. Ja. Ich habe den Lampert noch als Radio-Lampert kennt in der Ochsenpassage. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mir dann als Jungen alle Geschallplatten losgegangen in der Mittagspause nach der Schule. Und der Klaus Schöch, der war bei euch Verkäufer gewesen, gell? Ja, der hat bei uns die Lehre angefangen. Also mein Großvater hat den als, ja, als Bauer genau angestellt und war dann lange Zeit bei uns im Unternehmen gewesen. Und euer Unternehmen hat sich ja sehr entwickelt. Ich weiß noch, ich habe etwa vor 20 Jahren einen Staubsauger gekauft bei euch, hier in Rankwil, und der tut immer noch. Aber es gibt ja keine mehr jetzt bei euch, oder? Nein, das gibt es nicht mehr. Also, Sie sind noch sehr innovativ unterwegs. Kabelfernsehen, ihr habt da einen Standort, einen Support, da kann man herkommen, wenn man sich nicht auskennt, da kann man anrufen und so weiter. Wer ist denn das? Mit wem rede ich denn da am Telefon? Was ist denn da euer Büro oder wo? Mit wem kann ich mich da in Verbindung setzen? Wir haben heute zwei Standorte. Wir haben also in Rankweil einen Kundenservice und in Bludenz haben wir eine Filiale seit letztem Jahr. Da ist also auch Kundenservice und Support. Der Hauptsupport, wenn man ihr Problem mit Internet hat, ist allerdings da in Rankweil am Telefon. Mhm, alles klar. Und wen trifft man dort? Im Kundencenter da ist der Chef der Arnold Keckheis, die Elke Korn und die Rebecca sind die Mitarbeiterinnen. Komm, da sagen wir mal Grüße. Tom, kannst du uns kurz einmal entbehren? Ja, da will ich das Gemüse her, ja, und du das Gemüse, der will grillen. Ja, das ist super. Also, gehen wir mal schauen, ich bin ganz neugierig. Mit Mottler 14 mache ich jetzt noch schnell ein Gemüse dazu, wo wir noch mit der Barbecue-Sauce mischen, dass das Ganze auch ein Bild macht. Oder? So, da sind wir im Kundencenter. Das Hallo. Ist unser Chef im Kundencenter, der Herr Keckheis Arnold. Hallo, grüß dich. Der Arnold und seine drei Damen sind bei uns zuständig, alles, was rund um den Kunden passiert. Also der Kunde, der persönlich hineinkommt, der Kunde, der telefoniert, vom Neuanschluss über eine Anfrage, Frequenzliste, wenn er eine Reklamation hat, wenn etwas nicht geht. Wenn er umzieht. Genau, ja. Okay. Das komplette Programm. So, jetzt haben wir da die geschnittenen Zwiebeln.
schnelle Röstzwiebeln. Tralalalala. Ja, und da sind wir jetzt bei der Rebecca auf Besuch. Die ist auch Mitarbeiterin im Kundencenter und hat die gleiche Aufgabe wie der Arnold. Hoi, grüß dich. Was ist das? Oh, unser Fotoalbum. Ah, das ist gut. Kann man das mitnehmen? Ein bisschen schauen. Mhm, vielleicht, wenn der Traum am Grillen ist. Mhm. Ha? Gut, sicher. Okay. Schön, ne? Paprika sind wichtig. Die dürfen wir nur auf der inneren Seite richtig brennen. Wenn man die auf der Hautseite brennen, wird die Haut bitter und dann müsste man sie wegschälen. Aber das will ich nicht. Ich will aber die Haut schon dabei haben, weil die hat einen schönen Geschmack. Aber die können wir jetzt auf der Seite schon weich grillen, die Paprika. Machen wir tolle Barbecue-Sauce draus. Ja, wichtig ist beim Grillen Röstaromen. Das gehört dazu. Ohne Röstaromen ist Grillen nichts. Und jetzt knallt es. Das schaut ja super aus zusammen. Fein. Ja, was hast denn du gemeint, Heike? Ja, nur gut, nur gut. Das ist ja super. Wir haben auch noch was gefunden. Ein Fotoalbum, das ist ja cool. Mhm. Da haben wir von den Anfängen drin. Der Opa hat im Kurator da angefangen. Ah, ist das gewesen? Mhm. Eben, der Opa hat ja angefangen. Der Opa ist der Karl Lampert. Ja. Und der Papa ist der Karl-Heinz. Und du bist Caroline. Genau. Also es kommt eigentlich hoch im Namen, so die Familie ja, durch. Genau. Ja, nicht schlecht. Wir sind ja überhaupt auf die Idee gekommen, dass man jetzt Kabelfernsehen zum Beispiel machen könnte. Also die Idee hat mein Großvater gehabt. Und zwar, wir haben damals schon das Geschäft in der Marktgasse 5, wie heute, Und das Café Dörler, ein paar Häuser weiter, ein paar Straßen weiter, wollte einen Fernseher haben zur Fußball-Weltmeisterschaft und die haben keinen Empfang gehabt. Mhm. So die Idee von ihm, man macht mit irgendwelcher Draht und für damals noch, natürlich hat es keine Sache dazu gegeben. Keine Glasfaser. Und so hat man durch die Dachböden das gezogen und so und die können im Kaffeehaus Fußball schauen. Also die haben eigentlich Kabelfernsehen gehabt, bevor es wirklich erfunden war. Genau. Geschickt. Vorreiter, ja, nicht schlecht. Also so quasi aus dem Bedarf aus. Genau. Entwickelt. Und dann hat man dann das ganze, die ganze Stadt verlegt, oder wie ist denn das? Ja, das ist nach und nach, Schritt für Schritt, hat man dann halt von Innenstadt Feldkirch und das ist immer weiter nach außen gewandert. Und in Bludenz war das dann auch so, da war gar kein Empfang möglich. Da hat man dann ganz mühevoll vom Fraser da mal ein Kabel angelegt, hat man 100 Arbeiter gehabt, die da wirklich von Hand mit dem Pickel da von oben nach unten eine Scharte geschlagen haben und dort hat man das Kabel reingelegt. Und du auch dabei? Ja. Für halt schon mit dem Pickel? Ja. Nicht, oder? Noch nicht, nein. Aber als mitgekriegt. Tom! Was hast du da für eins? Ich habe jetzt die Paprika, die ich vorher angegrillt habe, und die Zwiebeln, die habe ich jetzt hier schon fein gehackt. Das riecht so gut. Das ist schöne Röstaromen. Ja. Was ist jetzt da rein? Jetzt habe ich hier eine tolle Barbecue-Sauce. Das ist so meine Lieblingssauce, die ich immer verwende. Und die werden wir aber genau noch sehen. Patrick, sagst du es dir noch gleich? Stehe ich es genauso Gold, daneben. Texas. Dann tue ich das untereinander mischen und das ist so mein Relish, wo ins Brot hineinkommt. Und da drauf kommen auch die Steaks, Zwiebeln und Salatblättchen, weil das gesund ist natürlich, der Salat. Ja. Wenn man rübergeht, dass man nicht trillend, gell? Ja, das mit der weißen Hemd. Ja. Gut, du bist vorher gelernt, du bist dumm. Ja, genau. Caroline, beim Tom ist immer Caroline gefährlich. Caroline muss lernen. Okay, schauen wir mal her. Das riecht mal schon als Sandwich mal her. Ja, das ist ganz ein feines so ein Ruchbrot vom Post, den ich da geholt. Mhm. Für einen Crunch, weißt du? Mhm. Crunch ist immer ganz wichtig beim Grillen, gell? So. Jetzt haben wir das da drin, unterhalb drinnen, das Relisch praktisch, das Brötle. Ah, das duftet. Also das nächste, Caroline, nach dem Kabelfernsehen. Nein, mal Duftfernsehen. Ein Duftfernsehen, ja. Ja, genau. Die nächste Innovation, passt schon. Aber es ist doch herrlich, der Duft. Super. Ja, vor allem, ich kenne es jetzt nur, dass man die einfach so reinschnippelt, aber dass man die jetzt erst noch angrillt, das ist mir so neu.
Ah, das sind Röstaromen, oder? Das haben wir erklärt, oder? Griller funktionieren nur mit Röstaromen, oder? Da tun jetzt das Fett, wo ich Sus vorher schon weg tue, schneide ich jetzt. Grobe. Du siehst immer, das muss man dran lassen. Das muss man dran lassen. Fett ist Geschmacksträger. Genau. Ja? Schau nicht hier Blutzeile, der ist da schön medium, das grillt. Also. Das gibt es ja, das Fleisch jetzt überall beim Spar, gell? Spar, Euro, Spar, Interspar. Ja, es ist der Tann ist der Orgelmarkus von Adelberg, oder? Von Adelberger Fleisch. Steht da mal Ländlerin. Wahnsinnig toll. Ich finde, so lässt sich sehr gut schneiden. Mhm. Hast du das vorher schon gewürzt oder ist jetzt das noch nein, ganz. Nein. Das ist noch ganz ungewürzt. Du kennst schon meine Philosophie. Ich bin einer, der nur mit guter Qualität arbeitet. Und gute Qualität braucht nicht viel Gewürz. Salz, Pfeffer und dann haben wir es schon. Und jetzt haben wir da natürlich durch die gerösteten Zwiebeln, durch die Paprika, haben wir natürlich schon einen riesen Geschmack drin. Und wer kriegt jetzt das Mini-Sandwich lieber? Das ist jetzt für mich und ich muss dann auch weiterreden. Jetzt kommt aber der Salz und der Pfeffer ins Spiel. Da haben wir wieder ein grobes Meersalz. Grobes Meersalz, ja. Dazu. Mein geliebter Steckpfeffer. Und da gut, da läuft jetzt, da geht es noch ab im Mund, das kann ich sagen. Rock'n'Roll der Geschmacksnerven. Und jetzt, dass wir auch morgen etwas davor haben können, ist genau. Zwiebeln drauf. Unsere Männer auch ein bisschen Freude haben, wenn wir haben können. Ja, und die sind selber schuld, dass sie nicht da sind. Ja, stimmt. Ja, das. Ja. Aber die können im Fernsehen alles anschauen und das nachher für uns nachgrillen, kann genau. Und jetzt, sag ich so gut, nehmen wir mal so einen grünen Salat auf, so einen Roman, ja. So einen Romaner Herz. So knackiger. Ja. Ja, du. Ja, jetzt da. Achtung, wir sind Tropfen natürlich. Nehmen wir da natürlich die innere, weil für die Damen natürlich die innere, das ist ja klar. Die inneren Werte aus dem zählen, Herzli. Tom, die inneren Werte. Richtig aus, daher, aus dem Herzli raus. Und der Rest nehmen wir dann auch für die Mähne. Ja, genau. Oder für die Hase. Hast du Haustiere, Karoline? Nein. Bitte. So, dann legen wir es auf die Seite. Deckel drauf. Jetzt könntest du mir mal den grossen Teil raufgeritschen, ja. Heike. Jetzt machen wir da ein paar Zöhnchen drauf. Das ist natürlich nicht für einen das Sandwich, sondern so. Das wird natürlich aufgeteilt für mehrere. Und das ist der Bringer auf einer Grillparty, dass man mal ein Steak ein anders interpretiert. Da ist natürlich Geschmack pur drin. Ne? Gutes Fleisch, gutes Gemüse, ist schon alles dabei. Zwiebeln. Und was wichtig? Röstaromen haben wir. Röstaromen. Ja? Das ist natürlich ein ganz anderes gefülltes Baguette, als wir kennen. Ja. Das wäre jetzt einmal das neue Baguette. Ja. Das Zwiebeln muss drin bleiben. Das gehört dazu. Gehen wir mal zum Patrick rein. Patrick, jetzt muss schnell sein. So ist es fort. Magst du was? Und schon fehlt uns, gell? Bitte. Wunderbar. Ja, Nachtisch ging schon noch. Nachtisch geht immer, gell? Nachtisch geht immer. Machen wir nicht was. Oh ja, ich hab Nektarine machen. Nektarine. Nektarine? Ja. Schau mal her, was ich da habe. Das ist aber keine Nektarine. Nein, da haben wir jetzt auch noch eine Drachenfrucht dabei. Die hat sich hungrig geschmuggelt. Echt? Ja. Also, wir machen jetzt so gratinierte Nektarinenhälfte und dazu machen wir eine Creme mit der Drachenfrucht, ein bisschen Palmzucker und Topfen, Quark, was auch immer. Okay. Mach das! Ich mache jetzt das. Ich bin jetzt daneben zu ein kleines am Richter da und ihr könnt, wenn ihr wollt, dürfen wir auch wieder weiterreden. Ja, also Topfen brauchst du auch dazu. Topfen haben wir. Ein bisschen müssen wir schauen, was du da tust. Dann habe ich hier die Drachenfrucht. Die hole ich mir da so aus der Schale raus. Da haben wir sie schon. Tom, mit dem scharfen Messer muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ist hier was. Hat ein bisschen was von Kiwi, ne? Ja, ich hab den Körnle. Mhm. Für mich schmeckt es wie so eine Mischung aus Litschi und Kiwi irgendwo. Ja, genau. Dort auch nicht geht das, gell? Ist aber halt optisch auch toll. Optisch ist cool mit der Schale. Mhm. Schau her. Jetzt haben wir das da drin. Zum Topfen dazu.
So ein Topfen. Die unterrühren. Schöner kühler Topfen, dass man zum Horst so gratiniert, eine kühle Creme haben. Ja. Da haben wir da noch einen kleinen Palmzucker dazu. Was ist das? Den kennen wir ja schon von der vorhergehenden Sendung. Kokosblütenzucker. Der wird aus der Schäpel mal eingesetzt. Der wird aus dem Saft der Kokosblüte wird der gewonnen. Also ich habe den nicht kennt. Nicht, ja? Kokosblütensirup, es ist so ein. Der Kokosblütenzucker ist eher so, wenn man sagen kann, ein gesunder Zucker. Der Zucker, der wird die Blüte, der Kokosbalm, die wird angezapft, guten Sirup raus. Der Sirup wird erhitzt, nachher ein bisschen erkaltet, dann wird der Karim so kristallisieren, wird er zerstoßen zu einem feinen Zucker. Und der Zucker ist weniger süß und ich benutze den wahnsinnig gerne zum Grillen, weil er, wenn er warm ist, ein richtig schönes Karamellaroma entwickelt. Aufwendig. Ja, sehr gesund. Karamellig. Ja. So schmeckt er nicht wirklich gut, finde ich. Du musst schon mal, probieren, das kann natürlich nicht sein. Komm mal her, schau. Tu schon mal so. Aber nicht schnupfen, gell? Nicht schon Schnupftabak. Ja. Was will, heben wir den Tanz so her? Das ist Gesundheit. Ich glaube, ich bin allergisch. Ja. Nein, das ist gut. Mhm, so, aber okay. Rieh hat er nicht so gut. So, er hat so ein karamelliges Aroma. Ja? Mhm. So, also wenn er riecht, er riecht leicht verbrennt. Ja, verbrennt. Ja, aber, passt zu dir. Ja. Aber natürlich, ein Röstaromen, Tom. Er hat natürlich schöne Röstaromen, oder? Ich tue nicht aus einem halben Nektarine die Dings rauskippen. Ah, die tust du mit dem Löffel raus? Ja, ja. Ich finde es immer so eine Futzlerei wie Nektarine. Ja, das ist, ich empfinde es auch nicht anders. Ah, ist immer obwohl man es nicht ansieht. Ich schnitze den immer so an. Ja. Da kannst du halt rundum ein bisschen schön ausstechen. Ne? Ja. Funktioniert mit einem kleinen Löffel natürlich besser, aber wir sind ja da am Grillen und im Freien, wir dann improvisieren. Ne? Genau. Machen wir gleich zwei, weil Dessert kann doch immer ja. Nicht nur los, sondern zwei. Wir sind nur zwei. Mhm. Ja, aber es werden eben pro Mensch eine Hälfte. Ach so. Nein, das gilt bei uns nicht. Die Kalkulation ist falsch. Aha. Das ist alles klar. Aber wichtig ist halt, da kann man ruhig eine harte Nektarine nehmen. Ja, ganz so besser. Ja, ganz so besser. So, jetzt komme ich nochmal zum Kokosbalmzucker zurück. Ich gebe den gerade nochmal. Wunderbar. So, da gibt es übrigens in jedem Reformhaus mittlerweile. Ja, ja. Überall, wo es so gesunde Lebensmittel gibt, gibt es die auch. Ich tue jetzt hier die Schnittfläche mit dem schönen. Tut es den karamellisieren? Ja. Es gibt halt wahnsinnig tolle Röstaromen drauf. Jetzt geht es um das eigentlich. Okay, können wir schon loslegen. Ja, wunderbar. Du kannst das Zellerli auf den Tisch stellen. Das, geht das Kleine oder das Große? Ja, das Kleine und das Große. Das Kleine und das Große? Ja, wir machen ja eine schöne Portion oder, für das Publikum. Und eine riesengroße Portion für euch. Süß, ja, das finde ich gut. So, einfach da drauf verteilen. Das funktioniert jetzt übrigens auch genauso mit dem herkömmlichen Grill, den ich so verwende, mit dem Kamado oder mit einem Gasgrill. Einfach umgekehrt, da lege ich es halt einfach. Da warte ich, bis das ein kleines angezogen ist. Schau, dann fliegt kaum etwas ab, das klebt schon dran. Und dann tue ich es einfach normal auf der Gitterrost drauf. Ich habe gedacht, dann hast du ja den Zucker vor. Ja. Nein, du musst einfach. Du musst halt ein bisschen warten. Ich benutze den auch wahnsinnig gern, wenn ich zum Beispiel Lachssteaks mache. Weil ich verwende natürlich immer ganz frischen Lachs, der Sushi-Qualität hat. Und der tue ich auch die Schnittfläche mit dem einstreuen und dann kurz auf die ganz heiße Platte, dann karamellisiert sofort und ich habe den Lachs innerhalb drin schön roh. Mhm. So richtig schön glasig, weil ich mag durchbratene Fisch nicht. Mhm. Und das geht jetzt da natürlich wieder Blitz. Ja. Der Beefarm, Tom seine Welt. Mhm. Meine Welt, genau, Stichwort. Da ist ja der Tom so begeistert von dem. Was ist denn das genau, was kann man da, wie funktioniert das Ding? Also meine Welt ist unser neuestes Baby, meine Welt unterwegs, ist jetzt der erste Schritt. Wir haben im Dezember 15. damit angefangen, da hat man also 60 Fernsehsender live anschauen können.
Jetzt seit 1.6. kann man es jetzt auch im Nachhinein anschauen. Mhm. Also 7 Tage, 24 Stunden zurück, mhm, kann man sich das Fernsehprogramm, so wie es ist, bei 60 Sendern anschauen. Einfach übers Internet. Also da bräuchte ich nicht einmal ein Kabel dazu. Das könnte übers Internet. Das Kabel grundsätzlich ist Gott über daheim über WLAN oder man kann also übers Handy, über ein Tablet und über den Computer. Mhm. Und im Herbst wird es also am First Screen gehen, also am großen Schirm. Den kann ich eigentlich alles, was ich versucht habe, noch einmal schauen. Zum Beispiel, wenn ich die Pfirsich noch einmal sehen will, genau, dann kann ich dort noch einmal schauen. Ist eine super Sache. Super. Fernsehen ist eigentlich dieses Geschäft. Kommst du sehr überhaupt dazu zum Fernsehen? Ja, natürlich, wenn man dann einmal, so wie jetzt bei Regenwetter oder so, wenn einmal Kinder im Bett sind und alles versorgt ist, dann komme ich auch zum Fernsehen, ja. Okay, aber eher selten wahrscheinlich, oder? Selten, ja. Zum Grillen kommst du auf? Ja, du hast gerne Grillen? Ja, ich bin bei uns daheim für die Vorbereitungen, das Grillen zuständig, aber man hat dann sehr viel und gern grillen. Was ist so dein Lieblingsgrillgericht, was magst du gern? Eigentlich, also ich mag wahnsinnig gern Fleisch, das sind alle Varianten. Gemüse mag ich auch gern, mit gefüllten Zucchini mache ich dann, also Röllile oder gefüllte Champignons. Halt feine Sachen. Ja. Süßes hast du auch schon gemacht? Nein, nicht. Noch nie. Okay, wird sich ändern vielleicht. Ja. Wir probieren jetzt einmal, ha? Also, ist fertig gemacht. Ja, super. So für eine extra große Portion. Das ist ja super. Schau mal, dass ich zum Schritten kann. Wir sind ja 3 und wir sind ja zu 2. Ja, du bist ja noch da. Du wirst schon helfen, oder? Ja, meine ist doch da. Exklusiv, dass wir da nichts wegessen. Okay. Gut. Achso. Also, Patrick, sag uns das doch noch einmal. Dann nimm es gleich mit. Tom, blöd, du hast keine Portion mehr. Ja, alles ist aufgegessen. Pflüger holen sich schon den Rest. Also ist sehr fein gewesen. Vielen Dank, Caroline, dass du dir Zeit genommen hast für uns und auch ein bisschen aus dem Lampert-Nähkästchen geplaudert hast. Ja, gern. Wenn es so gute Sachen gibt, nimmt man sich halt Zeit. Ja. Apropos gute Sachen, sprich die Rezepte von der heutigen Sendung finden wir auf www.rtv-vorarlberg.at. Genau, noch mehr gute Sachen finden wir natürlich im feinen Koch- und Grillbuch von Tom Heinzle. Da gibt es noch mehr. Und wenn irgendjemand eine Idee hat, wo wir auch hingehen sollten, gegrillen, einfach melden über die RTV-Webseite, dann kommen wir natürlich gern vorbei. Okay, und ich kann nur noch sagen, ein guter Miteinander und bis zum nächsten Mal bei Feuer und Flamme. Feuer und Flamme mit freundlicher Unterstützung von Bäckerei Hosp. Spar Vorarlberg. Ländle Gemüsekiste. Metin Tanrieufer Gastroservice. Toms Grillwerkstatt. Monteperle Text und Bühne.